Er ist ja top. Gestern Abend habe ich mein ganzes Zeug noch zusammengerafft, ein bisschen vorbereitet, um es heute früh ins Auto zu schmeißen. Und jetzt liegt es alles hier unter einer dünnen Schneeschicht. Ist ja perfekt, ne? Und jetzt noch 400 Kilometer Auto fahren. Aber was macht man nicht alles für einen dicken Winterhecht? Hi, ich grüße euch direkt von der Bahn. Wie ihr seht, hat sich der Schnee hier in dem Gebiet, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, in Regen verwandelt. Wir haben draußen 5 Grad, es ist ein bisschen wärmer geworden. Aber ich denke, das tut unserem Vorhaben keinen Abbruch. Und vielleicht kommt heute Nacht ja wieder neuer Schnee dazu. Ich habe jetzt so eine halbe Stunde Fahrzeit vor mir. Bin jetzt fast da, gut angekommen, trotz dieser widrigen Wetterverhältnisse. Und gleich werdet ihr auch meinen Angelpartner kennenlernen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare des Videos schreiben, mit wem ich jetzt die nächsten 3 Tage unterwegs sein werde. Ich bin mal gespannt, ob es einer von euch errät. Und bei dem Angeln werden wir noch einen zweiten bekannten Angler treffen. Der wird nicht mit uns angeln, der wird uns aber besuchen, weil wir ein gemeinsames Zukunftsprojekt besprechen möchten. Und da könnt ihr auch mal probieren, mitzuraten. Vielleicht kommt ja einer von euch drauf. Derjenige, der beide Namen richtig errät und in die Kommentarleiste des Videos unten richtig reinschreibt, also die beiden Personen sind bekannte Angler, die ich im Video treffen werde. Mit einem werde ich angeln, einen werde ich treffen. Richtig benennt, bekommt von mir 3 mega coole Hechtgummis zugeschickt. Derjenige, der als erster die beiden Namen im Video nennt. Natürlich kann es sein jetzt, dass ihr ganz schnell das Video durchscrollt. Könnt ihr ja gerne machen. Aber einer wird der erste sein und der gewinnt. Einen kleinen Tipp werde ich euch geben. Mit dem einen von beiden Anglern habe ich schon öfters geangelt. Auf Wels, auf Karpfen. Ja genau, die beiden Zielfische hatten wir bis jetzt schon mal auf dem Zettel und mit dem anderen Angler habe ich noch nie geangelt. Wir treffen uns öfters mal auf einer Messe, aber ihr werdet beide auf jeden Fall kennen. Also viel Spaß beim Mitraten und wir sehen uns gleich am Wasser. Ja, aus Schnee ist Regen geworden. Wir sind angekommen am Ort des Geschehens. Ihr habt richtig gehört, wir. Ich stelle euch jetzt mal meinen Mitangler vor. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen mitgeraten. Ja, ist ja ganz logisch, mit wem ich jetzt unterwegs bin, oder? Mit einem der besten Hechtangler, der zweitbeste Hechtangler, den ich kenne, ne? Achtung! Da möchte ich lieber gar nicht wissen, wie du mich hier angepriesen hast. Guten Tag zusammen! Markil! Alles gut bei dir? Hä? Einen habt ihr schon mal, einen habt ihr schon mal. Und wenn ihr den zweiten jetzt noch erratet, gibt es fette Gummifische von mir. Schaffen wir es doch noch, dieses Jahr zum Fischen zu kommen. Ja. Ne? Marki ja. Hat hier gesagt, er hat ein Spezialgewässer, da gibt es 1,20 Meter, 1,30 Meter Hechte. Und da braucht er natürlich jemanden, der ihm das zeigt, wie das funktioniert. Das hast du mit den Welsen ja auch schon hingekriegt. Das habe ich mit den Welsen auch schon hingekriegt. Nee, ich freue mich auf jeden Fall. Ne? Wir haben schon so viele verrückte Sachen zusammen erlebt. Und jetzt geht's für uns zum Hechtangeln, auf große Winterhechte. Bei mir daheim lag ja schon richtig Schnee. Hier regnet es noch, aber ich glaube, heute Nacht, wenn der Regen anhält und es hier wieder richtig runterkühlt, wird es vielleicht auch weiß. Ne? Das kann gut passieren jetzt. Wir hatten ja gerade Vollmond, wollen wir mal schauen. Vollmond, Big Fish Zeit. Ist immer Big Fish Zeit. Wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen umgucken, wie wir am besten ans Wasser rankommen. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall, es wird spannend, lustig und natürlich erfolgreich bei uns beiden. Muss laufen. Muss laufen. Bis später. Das Boot müssen wir jetzt noch schnell auf Vordermann bringen, aufpumpen, damit wir hier durch irgendwo auf den See moven können und uns ein schönes, gemütliches Plätzchen suchen. Bis wir am Platz sind, sind wir wahrscheinlich klatschnass. Wir haben gute Klamotten an, aber jetzt im Winter ist natürlich, wenn man das darf man nicht sagen. Ist es natürlich blöd.
wenn man beim Aufbauen und am ersten Tag komplett nass schon mal wird. Naja. Marki, soll ich hier schon mal das ganze Zeug abroten? Natürlich alles weg. Hast du eine Kettensäge mit? Hinten drin, im Hänger. Eine Stiel? Klar. Was für ein Schwert? Das lange. Also da kommst du, da kannst du die beiden, die da vor dir stehen, gleichzeitig mitfällen. 120er Schwert mach mal drauf. Das dürfen wir aber nicht filmen, weil sonst könnte es sein, dass wir später Probleme kriegen, wenn wir es ausstrahlen. Ein Großteil haben wir alles jetzt schon am Platz. Einiges steht noch da vorne, wo wir ein Boot angelegt haben. Alter, ich denke schon, dass ich als mit meinem Zeug nicht so pfleglich umgehe. Und habe zum Marki gesagt, hier bring dir mal ein schönes großes Karpfenzelt mit. Da kann ich meins zu Hause lassen. Hat Marki gemacht. Ich wusste bloß nicht, dass kurze Zeit vorher Marc mit Mike mit dem Zelt in Albanien waren und dort irgendwo in der Schlammwüste unterwegs ihr neues DVD-Projekt realisiert haben. Alter, ihr müsst mal in die Hütte reingucken. Marki, was habt ihr gemacht? Warum? Da ist nur ein bisschen Schlamm drin. Hier. Das ist die aber das kann man doch mal sauber machen. Ja, da hatten wir keine Zeit mehr zu. Musstet ihr schnell weg? Ja, der Regen kam und wir mussten so einen Hang hochbrechen. Und Alter. Da ist noch albanische Erde drin. Aber es geht. Boah, es riecht vor allen Dingen hier richtig gut. Ist der Schimmel schon gesundheitsschädlich oder ist es einfach nur so ein Adventure-Schimmel aus Albanien? Alter, stinkt das hier in der Burg. Ich schlaf draußen. Ich schlaf im Freien. So eine. Na, das dürfen wir nicht mal sagen. Piep. So ein komischer Geruch. Ah, nee. Boah, 15 Uhr, in 2 Stunden ist dunkel. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Aber wir haben ja ein paar Tage Zeit. Wir haben das eingeplant, das mit dem Moven hier an das Gewässer, dass es alles ein bisschen länger dauert. Oh, das riecht aber echt streng. Alter, das stinkt in der Burg. Ich habe mal eine Warthose zurückgeschickt, die kaputt war. Und die habe ich auch so behandelt wie das Zelt. Und da hat der Hersteller zu mir gesagt, wie die das Paket dort aufgemacht haben zum Reparieren. Komplett sofort das Büro räumen, alle raus, Schutzanzüge an. Die hat ein bisschen Angst vor dem Schimmel, der es da gesammelt hat. Und wir pennen jetzt hier in der Burg. Komplett vergammelt die Hütte. Im Hintergrund seht ihr schon unser Angelrevier, eins davon. Ganz spannende Sache. Das, was da drauf rumschwimmt, sind keine Wallabojen, sondern Sprungschanzen von der Wasserskianlage. Und da vermuten wir die Hechte drunter. Und hier direkt auf der anderen Seite, wupp, ein riesengroßer See. Also ein richtig großes Gewässer, wo sonst richtig Badebetrieb und Campingbetrieb im Sommer herrscht. Jetzt im Winter ist natürlich hier alles verlassen. Oh, Spannung liegt in der Luft, ja. Hier können wir auf jeden Fall richtig viel machen, uns richtig austoben. Aber bis die erste Rute heute im Wasser landet, vergeht definitiv noch einiges an Zeit, denn wir müssen noch ganz schön rödeln. Marki, willst du hier das Zeug herschleppen? Ich gehe ein bisschen Spinnfischen. Nee, das nicht so gerne. Vielleicht schleppst du es her und ich mache uns einen Drink. Was hältst du davon? Gibt es hier einen Weihnachtsmarkt in der Nähe? Das ist eine Glühweinwanderung können wir machen. Ja, das ist auch von hier bis zum Tor da vorne. Nee, das. Wir bauen jetzt auf. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Also Hunde dürfen hier nicht baden und Badegäste dürfen hier nicht schwimmen. Wird langsam dämmerig. Es wird dämmerig. Wir wollen hier einen dicken Hecht fangen. Wir ballern jetzt schnell 4 Ruten raus.
erste Rute ist einsatzbereit. Die kommen jetzt raus. Mal gucken, ob trotz Dunkelheit jetzt und dem späten Auslegen wir in der ersten Nacht schon Erfolg haben. It's dead bait time. Die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Ging jetzt alles relativ schnell. Morgen zeigen wir euch mal genau, was wir gemacht haben. Wir haben die Deadbaits schön in der Kante abgelegt. Drei Rotaugen, eine Makrele. Jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt geht es aber auch ab ins Zelt. Noch was Warmes essen. Boah, wird richtig frisch jetzt. Vielleicht seht ihr den Nebel hier ein bisschen runterkommen. Die ganzen Nebelschwaden hier ist wie ein feuchter Nieselregen. Wird ungemütlich jetzt, aber Spannung liegt in der Luft. Guten Morgen, es ist 6 Uhr, ich bin schon früh wach, schon am Kaffee kochen. Marki schläft noch, der verpennt wieder sein halbes Anglerleben. Es ist noch richtig kalt draußen, leider kam bisher keine Aktion auf unsere ausgelegten Köderfische. Ging gestern Abend auch alles relativ schnell, vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Spots gefunden, wer weiß. Aber jetzt haben wir den ganzen Tag zur Verfügung, von morgens bis abends. Wir werden jetzt erstmal rausgehen und uns die Gewässer, den kleinen und auch den großen See, mal ganz genau betrachten. Richtig Zeit nehmen, Plätze finden und jetzt auch die Morgenstunden nutzen oder die Zeit der Location, um ein bisschen aktiv auf Hecht zu angeln. Ihr habt es ja auch im letzten Video gesehen, ne? Wenn die Deadbaits nicht so richtig wollen, hat man dann trotzdem Chancen jetzt im Winter mit der aktiven Rute, mit der Wurfrute, einen guten Hecht ans Band zu bekommen. Und das ist jetzt heute unser Plan. Heute haben wir Zeit, heute haben wir keinen Stress, ist alles aufgebaut, das ganze Material ist hier am Platz, das ganze Gerät. Jetzt erstmal einen schön heißen Kaffee, dann bereiten wir uns ein paar Gummis vor und dann gehen wir raus, werfen ein bisschen, versuchen die Hechte ein bisschen zu ärgern, aus der Reserve zu locken und dabei finden wir vielleicht auch den ein oder anderen interessanten Platz für unsere Deadbaits. Ich nutze jetzt noch die Zeit, bis es hell wird. Ich habe mal unsere ganzen Kunstköderboxen jetzt hier ins Zelt rein gerödelt und sortiere uns jetzt ein paar meiner Meinung nach fängige Köder aus und hänge die mir in den Eimer, dass wir die schön griffbereit im Boot haben. Wir haben ja kein Riesenboot dabei. Wir werden vom Schlauchboot jetzt tagsüber probieren, aktiv den Hechten auf den Leib zu rücken. Und da ist es natürlich vorteilhaft, wenn man sein Zeug schon ein bisschen vorbereitet hat und nicht alles in 10 Boxen verteilt irgendwo rumfliegen hat, wenn man eh keinen Platz auf dem Boot hat. Gucken, ob Marki jetzt bald mal aufsteht. Der verpennt wieder sein ganzes Anglerleben. Junge, ich bin schon lange wach. Du ronkst hier rum. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast, deine Gummifische da zu ordnen. Ich denke, das wird so 3 Uhr heute Morgen gewesen sein. Nee, das ich stehe jetzt gleich auf und dann tüdel ich dir da so ein Hecht raus und dann geht das vorwärts. Und Zander fangen wir heute auch, hast versprochen. Ne? Ja, den fange ich aber erst heute Abend mit dem Köderfisch. Und warum haben wir gestern Abend keinen gefangen? Na gut, die Ruten sind ja noch scharf, ne? Kann ja noch was passieren. Ja, aber gestern haben wir ja auch deine Hechtruten ausgelegt und der Zander-Spezialist legt heute Abend Zanderruten. Also auf meine Hechtruten beißt kein Zander? Nein, das habe ich mir angeguckt, das wird nichts. Naja, wenn der Meister das sagt. Nee, klar, ich bin halt aufgeregt. Ne? Ich bin heute ein bisschen früher aufgestanden, aber so früh war es auch gar nicht. Das war irgendwann kurz nach 5 und habe ja angefangen, ein bisschen rumzuronken. Aber bringt ja nichts, wenn es nicht hell wird. Aber gleich geht's los. Ich werde hier noch ein paar Köder zusammen sammeln.
Hier sieht auch gut aus. Hier Hot Olive, der Catchet, auch ein geiles Ding. Ihr seht schon, die Köder fallen alle etwas größer aus. Also ich habe kaum kleine Gummis dabei. Wir wollen ja auch keinen Barsch angeln, ja, oder keinen kleinen Hecht. Wir wollen ja probieren, wirklich definitiv einen dicken Winterhecht abzuholen. Und auch die kleineren Hechte holen sich auf jeden Fall so große Happen jetzt im Winter. Das Wasser ist kalt, die haben Bock, die haben Hunger, hoffen wir. Und wenn dann so ein großer Gummi da vorbeischwappelt an so einem trägen Winterhecht, wenn er den frisst, ist er auf jeden Fall ein paar Tage satt. Ich hätte übrigens gerne Rotaugenimitate. In allen Größen. Rotaugenimitate. So, jetzt habe ich noch meine anderen Gummis alle rausgezogen. Also den werde ich auf jeden Fall hier angeln. Der Catchet hier in dem Barschdekor. Mega cooler Köder. Und jetzt müssen wir noch für den Marki das Rotaugenimitat suchen. Aber ich glaube... Da hinten, was ist das denn da ganz außen? Ich glaube hier die Paddler. Auch alles geile Köder jetzt zum Hechtangeln. Ja, ja, sowas ist geil, was du da hast. Schön genau. Flankend, einen schönen Teller hinten dran. Aber ich habe Marki sein Rotaugenimitat gefunden. Hast es. Ich glaube, das hier ist der richtige Köder hier für den Marki. Ich werde ihn mal zeigen. Der ist auf jeden Fall so groß wie ein Rotauge. Damit wird er auf jeden Fall irgend so ein Barsch oder irgend so eine kleine Kaulquappe hier aus dem Teich fangen. Hier, Marki, der ist für dich. Nee, ich wollte ihn schon ein bisschen kleiner haben, ne? Also so, das ist ja auch... Fällt der dir? Ja, ein bisschen zu klein. Das ist ein kleiner Paddler. Damit kriegst du auf jeden Fall hier einen Biss. Denke ich auch. Wahrscheinlich auch ein Rotauge. Könnte auch da drauf gehen. Dann kann ich das dann ja nehmen. Also wenn du was Dunkles haben willst, was Natürliches. Ja, so Naturfarben brauchen wir auf jeden Fall, die laufen hier immer ganz gut. Hier ja, die Paddler. Das ist geil. Der ist richtig gut. Also dann baue ich hier den zusammen. Den nehmen wir. Marki wollte ja so ein schönes Rotaugen-Dekor. Naja, ich weiß nicht, ob das ganz wie ein Rotauge aussieht, aber es ist eine geile Farbe hier. Der Paddler in 18 cm. Die Montage ist relativ einfach. Ich nutze da diese Schraubköpfe, drehe mir den einfach vorne in den Gummi rein. Das ist eine ganz leichte Montage und der Köder bleibt schön geschmeidig. Also wird er nicht so steif, wie wenn ihr einen Jig-Haken einsetzt. Und lässt sich viel leichter und schneller auch montieren. Schön Press vorne drauf setzen auf den Kopf. Und jetzt kommt da noch ein Stinger zum Einsatz. Ich nutze da unsere Q-Stinger, die Quantum-Stinger, in der doppelten Ausführung. Da bleibt auf jeden Fall jeder Hecht dran hängen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn sie vorsichtig beißen sollten. Das müssen wir jetzt testen. Wenn sie richtig die Gummis wegwamsen, reicht auch der Stinger in der einfachen Ausführung, also mit einem Haken. So sieht das ganze System aus. Hier hängt jetzt einfach vorne an der Öse den Wirbel hier ein. Da habt ihr eine sichere Verbindung zu eurem Stinger. Und setzt jetzt den Drillingshaken hier, der nach unten so eine Halteklammer hat, den Rücken eures Gummis schön mittig rein. Den hinteren Haken nach hinten zum Schwanz hin. Ist doch ein rattenscharfes System. Schnell zusammengebaut, einfach montiert. Und die Haken lösen sich schön aus dem Gummi, wenn ihr einen Biss habt. Also ihr macht euren Gummi nicht kaputt. Und der Gummi läuft richtig schön, täuschend echt durchs Wasser. Ich glaube, mit dem hier wird der Marki bestimmt ein Hecht abholen. Ich werde jetzt diesen Gummi hier noch mit einem einzelnen Stinger-Haken versehen. Auch schön mittig im Rücken. Wenn sie richtig Bock haben, reicht das vollkommen aus. Und wenn sie zickig beißen, ich zeige euch das nochmal im Vergleich mit dem Doppel-Stinger-System. Dann ist dieses System auf jeden Fall von Vorteil. Aber das müssen wir jetzt erst testen, wie sie drauf sind, die Hechte. Ich werde hier noch ein kleines Spinnerblatt hinten in meinen Gummi reinsetzen. Das sorgt für einen zusätzlichen Reiz. Könnt ihr gerade hier
unteren Bereich vom Köder, zweiten Drittel, den Köder reindrehen. Das flattert dann ganz verführerisch unter dem Gummifisch. Wir sind ready, alles ist vorbereitet, alles hat Platz gefunden im Boot, schön organisiert. Beim Spinnfischen braucht man nicht viel Tackle. Jetzt schauen wir mal. Starten werden wir jetzt hier im kleinen See und heute Mittag gehen wir dann rüber in den großen See. So können wir am besten testen, wo und wann die Hechte ein Beißfenster haben. Drückt uns die Daumen, auf geht's. Der ist der erste reingescheppert. Gar kein schlechter Fisch. Petri, der ist der Erste. Den wollt er fressen. Also keine 5 Minuten auf dem Teich beim zweiten Wurf. Der Marki auf sein Rotaugendekor, auf den Paddler. Den wollte er fressen. Komplett weginhaliert hat er den Gummi. Der ist weg, der Gummi. Ja, die lange Mr. Pike-Zange ist da echt gut geeignet für so eine Aktion. Nicht schlecht, Marki. Mega. Super, der erste des Tages. Geiles Teil. Auf das Rotaugenimitat. Ja, da hat der Meister recht behalten. Nummer 2. Kleiner Hecht, großer Köder. Komm mal her. Zack. Den Catchhead im Barschdekor. Doppelstinger. Mit der Mr. Pike-Zange kriegt er die Haken super schnell raus. Der ist ungefähr halb so groß wie die Größe, die wir fangen wollen. Aber der zweite Fisch. Cool. Richtig geil. Läuft doch. Ist ja unglaublich, ist ja unglaublich. Dritte Fisch. Die werden größer, Marki. Ja. Die werden größer. Richtig geil. Schon wieder ein Einschlag. Gerade den von Stefan. Die werden größer. Guck dir mal den Hecht an. Mega toll. Offensichtlich haben die Biss heute. Nach der Vollmondphase ist ein bisschen milder geworden. Scheint ihnen gut zu gefallen. Und dein Quantum Paddler im Rotaugendekor. Da steht er. Dann zeig uns mal die Mutti. Nicht schlecht, Meister, nicht schlecht. Mr. Pike, da haben wir wieder einen. Nicht schlecht. Fisch Nummer 3, halbe Stunde geangelt. Wahnsinn. Richtig geil. Und noch eine Stunde länger geschlafen als du. Dann Kaffee gekriegt und nur gesagt Rotauge. Läuft doch. Ja, das ist jetzt wieder der Spruch des Tages, ne? Ich kümmere mich da in der Früh um alles, koch Kaffee. Der pennt hier. Und da seht ihr den Erfolg. Wer lange schläft, fängt besser. Mhm. Petri Magi. Dankeschön. Fisch, Fisch. Unglaublich, unglaublich. Beim ersten Wurf Einschlag auf den Paddler mit dem Spinnerblatt unten dran.
was war das denn? Das hast du aber gut gemacht. Da hat er eben ausgespuckt. Ich wollte ihn schnell schonend landen. Und da hat er losgelassen. Aber? Der zählt. Nee, wir fangen noch ein. Okay. Das war doch wirklich eine verrückte Aktion. Es war jetzt der vierte Fisch und wir sind jetzt vielleicht eine Stunde hier auf dem Teich. Ich werde jetzt den Köder beibehalten, aber mit dem Doppelstinger angeln. Dann wäre eben vielleicht nicht abgefallen, der Hecht. Das Spinnerblatt wechsle ich schnell, das ist das Coole. Das könnt ihr jetzt einfach rausdrehen. Und setze es in dem anderen hier ein. Schön wieder bauchig unten reindrehen. Also wenn es so weitergeht, werden sie alle unsere Gummis heute fressen. Aber vielleicht sind es auch nur die Morgenstunden. Aber das seht ihr mal, ne? Die Deadbaits ausgelegt gestern Abend. Vielleicht auch nicht am perfekten Platz. Keine Aktion. Und jetzt rausgegangen zum Spinnfischen. Ein bisschen probiert. Und vier Fische gehakt und drei gelandet. So. Das mache ich mit dem weiter. Ist schön tief. Hier muss wirklich jeder Wurf sitzen. Überall Hindernisse im Wasser. Diese ganzen Rampen und Bojen, die ihr hier auf dem See seht, sind alle mit Schnüren und Drahtseilen und dicken Tauen irgendwo verankert, an Grundankern am Ufer, damit hier alles fest bleibt, wenn da der Wakeboarder drüber fliegt. Aber überall sind halt auch Hindernisse am Grund, ne, für unsere Kunstköder. Wir müssen jetzt ungefähr erstmal rausfinden, wo genau die Schnüre hier laufen, wie wir werfen können. Und dann halt auch hoffen, dass wir keine Schnur übersehen. Und natürlich auch, dass kein richtig starker Fisch im Drill in so ein gespanntes Seil reinschwimmt. Denn dann ist er höchstwahrscheinlich verloren. Aber es macht die ganze Sache ja spannend. Ja. Es ist echt ein verrücktes Angelareal. Überall Hindernisse. Aber überall unter jeder Rampe hier kann natürlich auch ein dicker Hecht lauern. Und auf die sind wir aus. Wir führen die Gummis jetzt bedeutend langsamer als im Sommer. Lassen immer wieder zum Grund absinken, kurbeln dann langsam an. Und so können wir dann alle Wasserschichten bis zum Boot hoch durchforsten, um erstmal rauszukriegen, wo sie sind. Ne? Ob sie am Grund unten hängen, die Fische, oder im Mittelwasser vielleicht schon unterwegs sind, oder vielleicht sogar oben an der Oberfläche stehen. Aber da, unglaublich, Jungs. In der Absinkphase, leicht angekurbelt, pam. Das ist schon mal ein dicker Fisch. Das ist ein dicker Fisch. Ja, so ein Glück muss man haben, oder? Beim Erklären, wie der Köder läuft, ballert er drauf. Das ist ein guter Hecht. Wahnsinn! Geiles Ding! Wahnsinn! Das ist der, den du wolltest. Also das ist der Bilderbuchbiss, oder? Ich erkläre euch gerade, wie ihr einen Köder im Winter führen müsst. Und in dem Moment, pam, ballert er rein. Aber das ist schon ein dicker Fisch. Schaut euch dieses Teil an. Das ist doch ein geiler Winterfisch. Richtig schön fett. Mega Ding. Geil! Den Paddler,
Den wollt ihr haben, mit dem Spinnerblatt unten dran. Ja, die haben Zähne. Sieht aus wie ein Krokodil, wie ein Barracuda da unten drin. Mega. Marki, wer ist denn jetzt hier der Mr. Pike? Hä? Hast du wieder Glück gehabt, ne? Ich musste ja filmen, sonst hätte ich ihn gefangen. Das Glück mit den Tischdicken. Eigentlich bin ja ich die ganze Zeit immer hinter der Kamera und habe ganz wenig Angelzeit. Aber du führst, ne? Nee, ja, auch nicht. Unentschieden. Jetzt ist unentschieden, stimmt. Ja. Und wenn der mir abgefallen ist, zählt, was du ja gesagt hast. Habe ich ja schon gesagt, jetzt führst du ja eigentlich auch. Also es läuft suboptimal für mich. Also Jungs, ihr wisst, bis jetzt, Mr. Pike. Aber ich glaube, er holt jetzt auf mit seinem Rotaugen-Pettler-Imitat da unten dran. Wahnsinn, also es rockt, macht richtig Spaß. Auf geht's. Da guckt er. Ich fange jetzt ein. Er fängt jetzt ein, sagt er. Da geht was an, oder? Mhm. Da geht was an, Jungs. Weiter geht's. Ich will jetzt einen fangen, dass der Rest nur nach Statistik ist. So soll's sein. Die meldet sich freiwillig für die Pfanne heute Abend. Ist das eine Weihnachtsgans? Weihnachtsente. Ist das lecker? Bestimmt. Du isst alles, oder? Ich habe Klöße und Rotkohl. Aber keine Beilage bis jetzt. Nee, aber die kommt ja. Dann holen wir die Ente. Hier sind die Seile, alles voll Seile. Ja. Überall die Seile hier. Bis zum Grund. Unter diesen Rampen stehen sie, die Jungs. Aber musst du wirklich verdammt aufpassen, weil ratzfatz ist euer Köder sonst hier unter der Wakeboard-Rampe. Für immer verewigt. Ich wechsle jetzt mal das Gerät. Ich probiere jetzt mal den Barsch hier, den Freak of Nature von Quantum. Geiler Köder fürs Flachwasser. Wir haben uns ein bisschen flacher reingesetzt. Krieg ich so. Ja. Hängt ganz knapp. Ist gleich wieder weg. Na gut. Freak of Nature, den Barsch, den wollt ihr haben. Haben uns jetzt ein bisschen flacher mal gesetzt übers Kraut. Hängt ganz knapp, der Kollege. Quantum Freak of Nature, geiler Köder. Und ein kleiner Hecht, ein kleiner Winterhecht. Sehr schön. Der ist besser. Ja. Freak of Nature Barsch hat wieder zugeschlagen. Gucken, ob ich den hier vorsichtig hochkriege. Guck mal, wie er den sich weggeballert hat. Auf dem Gras hier, im flachen Wasser.
Schöner Hecht. Geil. Schönes Teil. Mega. Ja, den wollt ihr haben. Seht ihr da oben schon die Egel hier auf dem Hecht? Das bedeutet, dass sie grundnah stehen. Wenn die Würmer drauf sind, stehen sie schon dicht am Grund. Da ist er, der Volksköder. Und mit einer langen Zange kann ich euch wärmstens die von Mr. Pike empfehlen. Kriegt da auch eure Köder schön schnell wieder aus dem Hecht mal raus. Petri, weiter geht's. Das ist ein guter Zander. Alter, was ein Zander. Alter Vater, was ein Zander. Boah, was ein Zander. Alter, was ein Zander. Guck dir diesen Zander an. Wahnsinn, der Fisch. Wahnsinn, ich dreh durch. Ich dreh durch. Alter Schwede. Schaut euch dieses Moped an. Wahnsinn, wie der den Paddler weggesmeckt hat. Ich habe erst gedacht, ein Hechtbiss hier im tieferen Bereich vom See, aber ein richtig starker Winterzander. Wahnsinn, Wahnsinn. Großer Gummi. Hier ist das gute Stück. Geil. Geil. Mega Teil. Der wie eine Wand. Oder da hängt wirklich am Grund irgendwo. Aber was soll hier sein jetzt? Das meine ich ja auch. Ja, wie die ganze Zeit kommt auch. Achtung, das ist die absolute Hechtmitte jetzt. Jetzt ist fest, ne? Da hängt er irgendwo. Hab ich. Jetzt wollte ich es dem Mr. Pike mal richtig zeigen. Jetzt hänge ich wieder an so einer scheiß Rampe. Der hat aber auch ein Mehl, der Freak, Alter. Es ist unfassbar. Hast es mir schön gezeigt nochmal gerade mit dem Zander. Na, du hast ja den gleichen Köder wie ich drauf. Ja. Zeig mal. Da ist er. Aber die haben jetzt Mittagspause, die Fische. Wir sollten das jetzt auch mal machen. Machen wir auch. Mal was in die Kiemen schieben. Auf jeden Fall, wir haben noch gar nichts gegessen heute. Es ist schon Mittag. So, jetzt ist aber Zeit, Mittagspause mal zu machen. Es war ein wahnsinnig erfolgreicher, richtig geiler Angelvormittag hier am verrückten Wakeboardsee. Wir werden uns jetzt auch was zwischen die Kiemen schieben. Die Fische hatten ja schon gut Hunger bewiesen. Den haben wir jetzt auch.
Und dann werden wir unser Schlauchboot rüber in den großen See tragen und dort dann mal probieren, mit Big Baits eventuell zu schleppen und uns auf jeden Fall ein paar interessante Plätze noch suchen, wo wir heute Nacht unsere Deadbaits ablegen. Hier im kleineren See werden wir auf jeden Fall in den tieferen Bereich gehen. Da kam jetzt dieser starke Winterzander und auch der größte Hecht beim Werfen, so bei 4,5–5 Meter Wassertiefe. Dort werden wir die Totenköderfische, die Deadbait-Montagen heute Abend ablegen. Gestern Abend hatten wir sie ja im Eifer des Gefechts in aller Eile an die Uferkanten gelegt. Da war keine Aktion. Aber die dicken Räuber, jetzt auch beim Spinnen, kamen definitiv tief. Und dann denke ich, ist da heute Nacht auf jeden Fall ein leckerer Fischfetzen, ein Rotauge oder ein Makrelenstück nicht fehl am Platz. Und im großen See werden wir uns auch ein paar heiße Plätze suchen und dann beide Gewässer von unserem Zelt aus beangeln. Einigen von euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir kein Stahlvorfach benutzen, sondern dickes Mono. Mein Vorfach oder das Vorfachmaterial, was wir hier genau verwenden, zeige ich euch jetzt noch schnell am Zelt vor Mittagessen und dann geht's weiter. Im Hintergrund hört ihr die Kirchenglocken, die Mittagszeit einläuten. Und wir fangen jetzt auch an, am Zelt was zu kochen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal mein Vorfach hier näher vorstellen möchte. Ich mache hier überhaupt kein großes Heckmeck. Ich nutze ein 80 cm langes Fertigvorfach mit einer Stärke von 0,70 mm. Das ist ein Fluorocarbon-Material, absolut hechtsicher, also habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Schön steif, lässt sich schön verwicklungsfrei werfen und wie ihr jetzt auch sehen konntet, auch ein großer Zander hat da überhaupt keinen Respekt davor. Wenn er den Köder haben will, dann inhaliert er sich den problemlos in die Futterluke. Zwei Stück sind in einem Päckchen enthalten, also ein absolut zuverlässiges Vorfachmaterial. Probiert es mal aus. Ich bin mega davon überzeugt, geht schnell, ratzfatz an eure geflochtene Hauptschnur montiert, vorne den Köder einhängen und schon geht's ab mit dem Angeln. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Lust auf Kochen und wertvolle Angelzeit zu verschwenden. Ich baller mir jetzt so ein leckeres Waifood rein, macht satt, ist lecker und ich halte auf jeden Fall bis heute Abend durch, bis wir dann einen Grill am Zelt anmachen. Jetzt wird's ernst, jetzt wird's nochmal anstrengend hier beim Angeln. Jetzt schleppt mal unser Boot von einem See in den anderen. Marc, kannst du das alleine tragen? Ich film. Also wenn du jetzt filmst, dann müssen wir das so, ich krabbel jetzt und du ziehst es mir so auf den Rücken und dann krabbel ich rüber. Was hältst du davon? Geht das? Ja, das geht, das ist eine gute Idee. Auf dem großen See. Jetzt geht's hier auf den großen See. Wie Marc hier eben schon sagte, ein neues Abenteuer. Am gleichen Angeltag noch liegt vor uns. Und heute Abend wollen wir noch deadbaiten. Wahnsinn. Aber das erfolgreiche, aktive Angeln heute in den Morgenstunden macht uns jetzt so heiß, dass wir auf jeden Fall jetzt hier auch nochmal werfen müssen. Oder vielleicht auch ein paar Big Baits schleppen. Mal gucken. Krauthölle. Da konnte das eben schön erkennen, die Krautberge ist unglaublich. Von 4–5 Metern sauberer Untergrund schießt es plötzlich hoch wie eine Wand, bis auf einen Meter unter die Wasseroberfläche. Und da hast du keine Chance mit einem Kunstköder. Da sammelst du Salat. Stellenweise Kraut bis zur Oberfläche, dann wieder 5 Meter tief. Ich probiere jetzt mal große Schleie hier zu werfen und dann relativ zügig über
dem Kraut einzuholen. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich richtig Kraut einsammle, aber es ist ein schöner, großer, auffälliger Köder. Schleppen wird nicht funktionieren. Der Plan wird nicht aufgehen. Dafür sind sie eigentlich gemacht hier, die Freak of Nature Schleien. Aber vielleicht habe ich eine Chance beim Werfen. Ich wechsle jetzt mal auf eine aggressivere Farbe. Die ist zwar auch schön hell, aber ich denke, hier dieser Streifenbarsch, die Fire Tiger Schleie Freak of Nature, die ist schon mal kontrastreicher, ja. Maki drillt im Hintergrund einen schönen Krautbarzen. Das ist schwierig, wirklich. Es ist zeitweise richtig tief, 4, 5, 6 Meter. Und dann im nächsten Moment kommt wieder eine riesen Krautbank hoch. Zum Schleppen wäre das natürlich jetzt ideal hier. Aber nicht mit dem Kraut, was zwischendrin überall steht. Dann wäre der Wahnsinn. Geht schon mit der Zeit auf den Rücken, diese XXL-Gummis zu schmeißen. Aber großer Köder, großer Raubfisch im besten Fall. Ist jetzt 3:30, in einer Stunde ist wieder stockduster. Wir haben noch gut Arbeit vor uns. Ah, der kommt hier so schön durchs Wasser. Er kommt so schön hier durchs Wasser. Aber sollte jetzt heute Nachmittag nicht mehr sein. Heute früh war es grandioses Angeln. Und jetzt, vielleicht haben sie die Mäuler zu. Das Beißfenster ist geschlossen, der Rollo ist unten. Das kommt so vor. Ja. Die Zeiten oder die Phasen gibt es natürlich auch beim Hechtangeln. Es gibt Sternstunden beim Raubfischangeln jetzt im Winter. Und es gibt natürlich auch Phasen, wo die Jungs dann plötzlich keinen Bock mehr haben. Naja, ich bin gespannt, ob heute Nacht die Deadbaits uns Erfolg bringen. Wir fahren jetzt rüber und bringen die Fischfetzen raus. Jetzt wird es wirklich Zeit, unsere Deadbait-Montagen fertig zu machen. Es wird gleich wieder dunkel. Im Winter geht das rucki zucki, aber wir hatten heute so einen fantastischen Tag beim aktiven Angeln draußen. Da wollten wir natürlich die Zeit nutzen und möglichst lange unsere Köder vor den Mäulern der Winterräuber hier präsentieren. So ein Beißfenster muss man natürlich ausnutzen, aber jetzt gilt es, unsere Grundmontagen scharf zu machen. Die Montage ist relativ einfach gehalten. Als erstes montiere ich meinen Abstandhalter zum Blei, der auch meine Schnur schön über Hindernisse hinweg geleitet. Den Ledgerboom von Mr. Pike. Kommt eine schöne starke Pelle davor. Ganz normale Gummipelle in einem großen Durchmesser, dass der Ledgerboom schön dagegen laufen kann. Ja, hier erkennt er das. Ans Ende kommt der Wirbel mit meinem Deadbait-Vorfach bestehend aus zwei Drillingen. Ich nutze sehr gerne beim Deadbaiten die Mr. Pike Fertigvorfächer. Da habe ich mega Vertrauen drin, habe ich schon viele gute Fische mitgefangen. Sind schnell montiert. Super robust verarbeitet, also da brennt euch nichts an, da braucht ihr zu Hause nicht rummachen, irgendwelche Vorfächer euch bauen. Werdet dieses System heute Nacht aber nicht ganz normal am Grund präsentieren. Ihr habt ja gesehen, in der ersten Nacht kam keine Aktion auf unsere ausgelegten Deadbait-Montagen. Da ging auch alles rucki zucki, musste schnell gehen. Wir kamen erst später am Platz an, haben die Köder dann in die Kante, wo der See abfällt, reingelegt. Eigentlich immer ein Top-Platz, ist aber nichts passiert. Ich hatte auch an zwei Ködern morgens beim Kontrollieren, beim Reinholen der Ruten einiges an Kraut. Und auch beim Spinnfischen haben wir gemerkt, dass immer wieder Krautfelder hochkommen und auch in den tieferen Bereichen eine leichte, dünne Krautschicht am Grund ist. Und um zu vermeiden, dass mein Köderfisch im Kraut liegt,
da vielleicht sogar die Haken hängen bleiben oder der Fisch ihn nicht finden wird, der Räuber, werde ich heute Nacht probieren, meine Köder über Grund zu präsentieren. Mein Vorfach hier, was ich einsetze, hat eine Länge von 60 cm und ich möchte, dass es später, hier unten kommt jetzt noch gleich das Blei dran, der Letscherboom stellt sich auf den Grund und ich möchte, dass mein Köder 60 cm über Grund schwebt, also damit definitiv sicher über Kraut präsentiert wird. Und ich denke, so kommt mein Köderfisch am besten ins Spektrum der Hechte und auch Zander. Ja? Also 60 cm über Grund angeboten, in der Kante drin oder auch im tieferen Bereich, vielleicht wo wir heute Mittag den großen Hecht und auch den großen Zander gefangen haben, ist auf jeden Fall ein auffallender und lockender Happen. Und wie wir das machen, zeige ich euch. Da gibt es einen Trick. Ich hänge dazu mein Vorfach jetzt nochmal aus und nutze zum Aufpoppen von meinen Köderfischen diese Mr. Pike Pop-Up Foams. Das sind so spezielle Auftriebskörper mit einem Pin dran, die in euren Köder reingesteckt werden. In einer roten Farbe, da stehen ja die Räuber drauf und die haben richtig gut Auftrieb. Die kommen in euren Köderfisch, in euren Fischfetzen rein, werden mit eurem Vorfach verbunden, sitzen dann über dem Köder und verleihen ihm Auftrieb. Und das System werden wir jetzt heute Nacht ausprobieren. Damit ihr euren Pop-Up-Pin nicht verliert, schneiden wir uns zuerst ein kleines Stück geflochtene Schnur runter. Ihr könnt auch Mono nehmen, Hauptsache irgendeine alte Schnur, nicht zu dick. Und macht an das Ende eine Schlaufe. Mit kalten Fingern jetzt gar nicht so einfach. Zack. Ganz normale Schlaufe. Jetzt braucht ihr eine Ködernadel. Und da hängt er die Schlaufe ein von dem Stück Schnur. Jetzt kommen wir zu unseren Ködern. Ich habe starke Rotaugen am Start. Auch in einer guten Menge. Bei dem Wetter jetzt sind die alle noch schön gefroren. Deswegen habe ich sie jetzt schon mal rausgelegt, dass sie bis zum Abend noch ein bisschen antauen. Meine Köderfische zum Deadbaiting im Winter lasse ich mir immer schicken. Den Link, wo ihr immer frische Köder in allen Variationen bekommt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, da könnt ihr direkt bestellen und 2 Tage später schon loslegen. So, ich habe jetzt hier einen schönen Happen, ein schönes Rotauge. Geiler Köder, den nimmt auf jeden Fall einen Zander mit, aber auch einen Hecht. Ja. Und werde jetzt Folgendes machen. Ich gehe jetzt mit meiner Ködernadel hier am Schwanz von dem Köderfisch rein, im hinteren Bereich, und schiebe diese bis oben kurz vorm Kopf durch und ziehe da jetzt die geflochtene Schnur erstmal raus. An dieser geflochtenen Schnur, oben an der Schlaufe, wird jetzt der Pop-Up-Pin eingehangen. Ich muss jetzt mal gucken von der Größe her, dass das passt, aber dass es auch genug Auftrieb hat. Ich denke, ich werde hier mal den großen benutzen. Ihr habt hier unten dran so einen kleinen Plastikstift, wie ihr es auch von den Knicklichtern kennt, so einen Plastikschlauch. Den zieht ihr euch ab, fädelt diesen Plastikschlauch als erstes jetzt auf die Schlaufe der geflochtenen. Hängt dann den Pin unten mit der Öse in die geflochtene ein und schiebt den Plastikschlauch jetzt wieder drüber. Somit ist euer Pin gesichert. Jetzt spanne ich hier das Stück geflochtene und schiebe den Pin an der Stelle, wo ich mit meiner Ködernadel rausgekommen bin, in den Köderfisch rein. Richtig schön reinschieben. Zack. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es ist ein weiches Material. Der Hecht ballert es komplett mit weg, wenn er Bock drauf hat. Und schneidet euch jetzt das Stück überstehende Schnur hier unten ab, dass ihr noch eine Schlaufe knoten könnt. Und bindet euch jetzt hier unten auch noch eine Schlaufe rein. So sieht das Ganze dann aus. Hier unten die Schlaufe, hier der Pin an eurem Bait. Und diese Schlaufe ist dafür da, dass ihr euren Pin, wenn der Hecht gebissen hat, hier nicht verliert,
denn die Schlaufe hier am unteren Ende wird jetzt mit eurem Vorfach verbunden. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr setzt jetzt den ersten Haken hier im Kopfbereich. Bevor ihr den zweiten Haken, den hinteren Haken, jetzt im Fisch fixiert, nehmt ihr diese Schlaufe, wickelt sie ein bisschen kürzer, einmal um den Fisch hier rum, hinten am Schwanz. Und jetzt gehe ich mit der Flanke des Drillings durch die Schlaufe und setze ihn hier hinten schön in der Schwanzwurzel vom Rotauge ein. Hier hält er sehr gut. Übersteht auch Würfe, wenn ihr eure Montage auswerft und kein Boot habt zum Auslegen. Und beide Bereiche von eurem Deadbait, der Kopfbereich und auch der Schwanzbereich, ist mit einem Haken ausgestattet. Und dann sollte auf jeden Fall der Räuber, wenn er zupackt, auch hängen. Das Ganze wird jetzt mit eurem Wirbel verbunden. Vorfach sitzt auf dem Wirbel drauf. Hier ist euer Ledgerboom. Da kommt jetzt noch ein Blei unten dran. Ich habe jetzt hier ein Blei im Einsatz mit 120 Gramm. Wir haben ja keine Strömung hier am See, das reicht vollkommen aus. Und schon ist die Montage einsatzbereit. Sowohl zum Werfen vom Ufer aus, als auch zum Auslegen mit dem Boot, wenn ihr das an eurem Gewässer dürft. Ich habe euch den Köder jetzt mal schnell hier im flachen Wasser aufs Kraut gesetzt, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie es dann unter Wasser aussieht. Ich zeige euch das jetzt mal. Ihr könnt das schön erkennen. Das Wasser hat jetzt circa eine Tiefe von 80 cm, also mein Köder steht jetzt knapp unter der Wasseroberfläche. Hier wird er auch nicht präsentiert. Wir setzen den Köder jetzt in den tiefen Seebereich. Aber hier seht ihr jetzt schön, wie er knapp über Grund steht. Hier unten haben wir überall Kraut. So wird er auf jeden Fall schön lockend über den Hindernissen am Grund angeboten. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid bei einer Grundmontage, dass die eventuell irgendwo festhängen könnte oder euer Köder im Kraut landen könnte, das ist eine ganz tolle, effektive und vor allen Dingen sehr auffällige Präsentationsform für euren Deadbait. Jetzt dauert es nicht mehr lange, da ist es gleich dunkel. Und wir fangen jetzt an, unsere Montagen mit dem letzten Licht, diesmal aufgepoppt, nicht wie in der ersten Nacht am Grund präsentiert, auszulegen. Ihr könnt diese Montagen auch problemlos vom Ufer aus werfen, aber hier bei uns in dem Gewässer, wo wir uns aktuell befinden, überall die Schnüre und Seile von der Wasserskianlage unter Wasser, hier müssen wir mit dem Boot ablegen und wahrscheinlich auch mit dem Boot raus, wenn wir einen Biss kriegen und den Fisch drillen. Wir gehen jetzt ein bisschen in den tieferen Bereich. Wir waren am Anfang an der Kante zum Flachen hin. Aber da kam ja nichts. Und jetzt legen wir tiefer ab, wo wir auch die Hechtaktionen und Zanderaktionen heute Mittag hatten. Schauen wir mal, ob sie Bock haben, die Jungs nochmal. Ob sie angehen. Wenn das heute Nacht beim Deadbait Angeln so abläuft wie beim Spinnfischen heute Mittag, dann kommt kein Schlaf. So, die erste Rute sitzt mitten im Nirgendwo, eigentlich abgelegt, im tiefsten Bereich vom See. Schön aufgepoppt den Köder. Mal schauen, ob wir dann Abnehmer kriegen. Der Wind frischt wieder auf. Hatten wir heute Mittag ja gar nicht. Schöner Ostwind. Naja. Ich
schöner kalter Ostwind. Aber es ist halt auch Winterangel, ne? Die Pop-Up-Grundmontagen werden genauso abgelegt und am Ufer in den Rutenhalter eingesetzt wie normale Grundmontagen. Offene Rolle, Bügel komplett aufklappen, drunter den Mr. Pike Dropback-Bissanzeiger. Wenn der Fisch jetzt beißt, kriegt ihr erstmal das Tonsignal. Der Pendelbissanzeiger bewegt sich und wenn er richtig vorwärts geht, löst er aus und kann Freischnur nehmen. Achtet darauf, dass euer Dropback-Bissanzeiger ungefähr waagerecht unter der Rolle hängt, also den gleichen Weg zur Rolle wie auch zum Boden hat, damit ihr auf jeden Fall bei einem Fisch, der wegschwimmt, der den Köder aufgenommen hat, wie auch ein Fisch, der auf euch zukommt, das gleiche Tonsignal bekommt. Da ging er auf Tauchstation. Und jetzt bin ich mal gespannt. Marc hat uns ja versprochen, er will uns hier seine Spezial-Zander-Montage zeigen. Wir hatten ja einen geilen Zander beim Spinnfischen, also definitiv sind sie hier drin. Und Marc hat gesagt, er hat da was vorbereitet. Und das gucken wir uns jetzt an. So, der Stefan als Wallerangler ronkt ja unheimlich gerne mit riesen Sachen, schweren Ködern, großen Ködern rum. Ich baue jetzt mal eine Zandermontage und mache es mal genau umgekehrt mit einem ganz kleinen Köderfisch. Der Stefan hat seine riesen Deadbaits rausgefahren. Und ich mache jetzt mal eine ganz feine Montage, weil ich glaube, dass die Zander bei dem kalten Wetter auch mal gerne einen kleinen Köder nehmen. Baue das ähnlich auf, wie es der Stefan gemacht hat. Nur ein paar Sachen verändere ich und da wollen wir mal gucken, wer dann die Nase vorn hat. Ich zeige euch hier das mal. Ich habe hier ein ganz kleines totes Rotauge. So, ich nehme auch nur einen kleinen Haken, weil die Zander ja auch oft sehr vorsichtig beißen. So, dann geht ihr hier im Rücken mit der Ködernadel rein. So ein bisschen die Schuppe entlang der Wirbelsäule. So, und dann guckt er, dass er hinten hier mittig rauskommt. Da gibt es einen kleinen Widerstand. 40er Fluorcarbon-Vorfach. Schönes, langes Vorfach. Alles ist so gut, so 80, 90 cm kann man ruhig machen. Für vorsichtige Fische. Hängen wir dann hier in die Ködernadel ein. Ziehen das durch. Zack, so ein bisschen wie beim Stricken und setzen den Drilling hier im Nacken beim Fisch, schieben den hier so drunter. Das ist unsere Zandermontage. So ein Köderfisch hat er da montiert, der Marc hier. Aber wer weiß, vielleicht hat er recht, ne? Ich denke halt immer im Winter, großer Köder, großer Fisch, aber nur der Versuch macht klug. Bin gespannt. So, wir haben jetzt zwei Big Baits vom Stefan liegen, die beiden kleinen von mir. Schauen wir mal, was die Nacht bringt. Die letzte Fishing Night. Ein eiskalter Tag liegt hinter uns. Die Zeltheizung bringt jetzt hier ein bisschen
mollige Wärme ins Zelt und ich bin wirklich gespannt, ob wir heute in der zweiten Nacht beim Deadbaiten Aktion bekommen. Fische sind da, haben wir ja beim Spinnfischen gemerkt. Und ich bin auch gespannt, ob Marki recht behalten sollte. Ja, klar, der hat halt ganz kleine Rotaugen, die snackt halt jeder weg. Aber ich bin halt der Meinung, im Winter ein großer Brocken bringt euch auch einen fetten Braten in die Röhre, also einen dicken Fisch. Naja, wir werden sehen. Zwei dicke sind draußen, zwei kleine Spezialzanderköder von Marki. Mal gucken, ob was passiert. Morgen früh gehen wir auf jeden Fall wieder raus zum Aktivangeln. Denn wer jetzt in der kalten Jahreszeit mixt zwischen aktivem und passivem Angeln, wird definitiv die Methode rausfinden, wenn er tagsüber unterwegs ist und auch nachts am Wasser bleibt, wo er Fisch fängt. Ich hoffe, ihr habt schön beim Rätselspaß mitgemacht. Den ersten Angler, der mich bei dieser verrückten Tour hier begleitet, habt ihr ja schon kennengelernt. Erinnert euch, ich hole jetzt den zweiten Angler ab. Auch ein ganz bekannter Raubfischangler. Ihr habt jetzt nochmal Zeit, in die Kommentare vom Video kräftig beide Namen reinzuposten. Und dann gibt es die Auslosung. Und ihr bekommt auf jeden Fall, also der Gewinner bekommt auf jeden Fall 3 von diesen Wahnsinns-Quantum-Chats von diesen Paddlern in 18 cm, mit denen ich den großen Hecht und den großen Zander fangen konnte, zugeschickt. Der erste, der beide Namen in die Kommentare unten vom Video reinschreibt. Auf geht's! Noch habt ihr Zeit, gleich wird's aufgelöst. So Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr habt jetzt euren Tipp abgegeben. Jetzt kommt der zweite Angler ins Spiel. Wenn ihr richtig geraten habt, kriegt ihr die Gummifische. Achtung, Achtung, noch habt ihr Zeit reinzuschreiben ins Video. Grüß dich Stefan. Da bin ich mal gespannt, wer da drauf gekommen ist. Ja. Wir werden nicht zusammen angeln, wir treffen uns, weil wir über so ein paar Zukunftsprojekte ein bisschen schnacken wollen. Ich bin gespannt, ob einer von euch die beiden Jungs hier erraten hat. Dann kriegt er 3 von den Erfolgsgummis, die wir heute dabei hatten. Ja, ich habe schon gehört, es hat geknallt. Wir hatten Glück beim Angeln. Oder so. Oder so. Gehört auch dazu. Cool. Bis später. Guten Morgen, wir sind schon wieder früh auf den Beinen. Die Deadbait-Ruten haben wir reingeholt. Jetzt geht es nochmal raus zum Aktivangeln. Heute Nachmittag geht es schon wieder nach Hause, also ein paar Angelstunden verbleiben uns jetzt noch. Aber es war ja bis jetzt wirklich der absolute Winter-Raubfischhammer hier, was wir erleben durften. Wer weiß, was uns heute erwartet. Wir sind gespannt, wir sind fit, wir sind motiviert und wir haben geile Gummis am Start, die wir jetzt wieder schlänzen wollen. Wir werden uns erstmal wieder flach setzen, aufs flache Wasser, aufs Grasland, und ich werde mit dem kleinen Freak of Nature angeln, mit dem Barsch. Ganz flach über dem Kraut werde ich den Köder langsam reinkurbeln und Marki fischt mit dem Paddler, mit unserem Erfolgsköder von gestern, leichter Kopf, auch flach über dem Kraut, und dann setzen wir uns ins tiefe Wasser. Ist er der Erste? Den hat er gefressen. Schön weggesmeckt. Reingefaltet in Freak of Nature. Wieder ein kleiner hier aus dem Flachen, aber damit haben wir gerechnet. Erstmal zum Einangeln ist es doch aber ganz geil. Ein kleiner Schniepel auf dem Kraut,
Marki hat einen Fehlbiss hier im Flachen, aber sie sind nicht so bissig wie gestern. Wir werden jetzt uns wieder tiefer setzen. Es ist nochmal deutlich kälter geworden heute als gestern. Vielleicht kleben die Hechte jetzt noch mehr am Grund. Und ja, wir gehen in den tiefen Seebereich und werden dort wieder langsam über Grund schicken. Dort denke ich, werden jetzt auch die Dicken stehen. Zum Einangeln ist es ganz cool, morgens mit dem ersten Licht sich nochmal flach zu setzen, weil viele Hechte auch noch im flachen Wasser dann stehen, um Beute zu machen, jetzt auch im Winter. Aber heute ist das nicht der Fall. Jetzt müssen wir es im Tiefen suchen. Wir haben uns jetzt an der Boje hier direkt an der Sprungschanze festgebunden. Der Wind drückt uns so schnell über den See, also wir schaffen es nicht, die Köder lang genug im tiefen Wasser knapp über Grund zu präsentieren und dabei noch langsam zu führen. Jetzt haben wir uns hier festgeknüttelt und probieren vom festgeknüttelten Boot hier systematisch die Plätze anzuwerfen und noch so eine Wintermutti zu kriegen. Und die Fische dann so auf unseren Köder aufmerksam zu machen, die kleben definitiv heute richtig am Grund. Die bewegen sich kaum und da hat man nur eine Chance, wenn der Köder ganz, ganz knapp beim Hecht in dem Tempo, wie er es auch mag, wie er seine Beute jetzt mag, vorbeigeführt wird. Sonst haben sie da keinen Bock drauf. Heute ist es definitiv ein ganz anderer Angeltag. Es liegt leichter Wind hier auf dem See, kalter Ostwind. Also wir sind auch richtig am Frösteln. Gestern der Tag war easy going von Temperaturen. Es war zwar auch kalt, aber dieser Wind war nicht so da. Und heute schiebt der ganz langsam uns hier immer wieder über den See. Ganz, ganz kalte Finger und die Fische haben auch irgendwie das Maul zu. Wir hatten eben noch einen großen Fisch als Nachläufer hier im Tiefen bis knapp ans Boot. Ich konnte es leider nicht filmen. Hat den Gummi sich angeguckt, ich habe noch mal probiert ein bisschen zu reizen, aber keine Chance, hat er nicht genommen. Wir machen jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde, wärmen uns dann noch mal im Zelt auf, dann gehen wir vielleicht noch mal raus und irgendwann müssen wir auch anfangen zu packen. Heute geht es schließlich noch nach Hause, aber wir wollen schon probieren, noch einen schönen Fisch zum Abschied hier zu fangen. Die Mittagspause ist beendet, wir haben schon mal das Nötigste im Zelt zusammengerafft. Ein paar Stunden haben wir aber noch Zeit. Die Sonne ist jetzt auch mal rausgekommen durch die Wolken. Wir haben andere Lichtverhältnisse jetzt am Wasser und vielleicht kommen sie jetzt noch mal in Fahrt, die Fische. Ein paar Stunden haben wir noch und dann geht es für uns nach Hause. Aber jetzt geht es erst noch mal raus auf den Teich. Was war denn das jetzt? Was war denn das? Ich hab nichts mitgekriegt. Alter! Krass! Der ganze Schwanz weg. Der Wetterwechsel, also die wechselnden Lichtverhältnisse, die Sonne jetzt bringt anscheinend die Hechte in Fahrt. Der erste Wurf gleich, schöner Einschlag. Und er hat den Schwanz von meinem Erfolgsgummi mitgenommen. Zum Glück habe ich noch einen in der Kiste. Schnell ummontieren. Vielleicht kommen sie jetzt wieder aus ihren Löchern. Die Winterhechte. Der Schwanz ist auf jeden Fall Vergangenheit. Den könnte ich jetzt noch als Vertikalköder nehmen. Vom erhofften Beißfenster ist aktuell nichts zu merken.
außer vorhin der Schwanzdiebstahl bei meinem Paddler. Ist jetzt wieder ruhig, die Sonne hat sich auch wieder verzogen, es wird wieder trüb. Ich habe jetzt nochmal meinen Köder gewechselt auf den Catchet. Relativ großer Köder, aber ich will ja auch eine große Mutti fangen, wenn es noch möglich ist. Naja, nach dem Tag von gestern, ne, wo man denkt, man ist der komplette Angelkönig und alles fällt einem so in den Schoß, ist es heute doch plötzlich wieder viel, viel zäher. Aber genau das macht unser Hobby aus. Das macht's Angeln spannend und erlebenswert. Denn nicht jeder Tag ist Fangtag. Ja, Jungs und Mädels, es sollte leider nicht sein, selbst jetzt bis in den Abend hinein sind die Räuber hier nicht nochmal in Fressstimmung geraten. Ganz komisch. Gestern waren wir Könige und haben richtig geglänzt. Heute ein ganz kalter Ostwind auf dem Gewässer. Eine Aktion im flachen Wasser, aber ansonsten war es wirklich schwierig. Ein Nachläufer, ein Schwanzabbiss, aber heute war ein komplett anderer Angeltag. Wir raffen jetzt zusammen. Es waren auf jeden Fall zwei mega coole Tage hier. Geht raus, trotz Kälte jetzt ans Wasser. Ist mega spannend und ihr könnt jederzeit einen richtig, richtig starken Räuber fangen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich packe jetzt hier noch alles zusammen. Bleibt gesund. Dicke Fische für euch, euer Stefan. Ciao, ciao. Puh.